Willkommen zurück bei The Thinking City. Wir haben gerade dem Barkeeper weitergeholfen und als Dankeschön hat er uns ja Instruktionen für einen Treffpunkt gegeben in einer Gasse, Wentmill Avenue, zwischen Octopus Avenue und Skipper Road. Losung haben wir auch. Losung scheint besonders beliebt zu sein. Gucken wir mal. Wentmill Avenue, Octopus Avenue, Skipper Road. Das wäre hier. Zum Allein. Können wir auch eine Markierung mehr hinpacken. Instruktion, so. Ja. Gibt's keine Schnellreise? Gehen wir zu Fuß. Ups. Komplett erstmal runter. Die zweite links. Seven Oaks. Machen wir weiter. Skipper Road. Sollte diese sein. Genau. Komplett geradeaus durch. Meine Ahnung, ja, du weißt, was ich dachte. Mal rüber. Upsala. Mal geradeaus hier durch. Und wir sind fahren. Glaube ich auch nur geradeaus. Die nächste links. Quasi hier. Levy Covin Avenue, Anwalter Kreuzung mit der Marsh Avenue, Grimhaven Bay West. In einer Gasse. Ist das hier eine Gasse? Hey Kumpel, was machst du, wenn du einen Hund siehst? Streicheln oder wegtreten? Das. Töten, weil er Tollwut hat. Recht hast du. Du bist neu hier, oder? Komm mit. Na, bringt komm. Mich zu eurem Boss. Ja, gucken wir mal. Aha. Ja. So. Ich würde Ihnen alle Knochen brechen, wenn Papa Brut nicht etwas dagegen hätte. Hier ist nichts, mit dem ich was anfangen kann, ne? Nein. Was denn du? Na, wie geht's, Hübscher? Na, bleib mal lieber, wo bist. Du? Ganz ruhig. Für Gewalt gibt es keinen Grund. Gott. Wer sind Sie und was zum Drog wollen Sie? Und fassen Sie sich kurz, junger Mann. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich heiße Charles Reed und bin Privatdetektiv.
Ich habe gehört, Sie können bei gewissen Angelegenheiten helfen. Sie bitten mich also um einen Gefallen, Mr. Reed. Um was geht es? Ich will jemanden aus der Stadt schmuggeln. Viele Leute wollen Oakmont verlassen, junger Mann. Aber nur wenige haben es je geschafft. Das wird nicht leicht. Und wie alles im Leben, was einem lieb ist, wird es auch nicht billig. Und was wird es mich kosten? Eigentlich würde ich keinen Finger für einen Neuankömmling krumm machen. Aber Sie haben mit diesem Affenliebhaber Throckmorton zu tun. Das ist interessant. Denn das sagt mir, dass Sie zu gebrauchen sind, junger Mann. Ich hätte da etwas, das erledigt werden muss. Aber es muss unter uns bleiben. Erzähl. Ich habe wohl keine andere Wahl. Also, was soll ich tun? Eins vorweg. Ich bin Brutus Carpenter. Das rechtmäßige Oberhaupt der Familie Carpenter. Des Weiteren, vor einer Woche hat jemand versucht, mich umzubringen. Sie wollen doch nicht, dass ich den Täter aufspüre und töte, oder? Nein, junger Mann. Das könnten auch meine Männer erledigen. Ich will ihn nicht tot sehen, sondern lediglich wissen, wer es war und warum. Ich weiß, das klingt ungewöhnlich. Aber nachdem ich fast gestorben wäre, wurde mir klar, dass Vergeltung nicht immer die Lösung sein muss. Ich will es mal anders versuchen. Erzähl uns mal, was passiert ist. Sie haben mein Interesse geweckt. Was genau ist passiert? Ich erwachte im Krematorium. Eingerollt in einen Teppich. An meinem Zeh hing ein Zettel wie bei einer Leiche und ich war voll mit einem merkwürdigen, widerlichen Schleim. Es gelang mir, da rauszukommen. Doch was ich dann zu Hause sah, ließ mich denken, ich wäre nicht ganz richtig im Kopf. Was haben Sie denn gesehen? Mich selbst, junger Mann. Da war ein Kerl mit meinem Gesicht, der zur Tür hinausging, als wäre es das Normalste auf der Welt. Daher beschloss ich, erst einmal mit ein paar Männern hier unterzutauchen und die Sache zu verdauen. Was war das Letzte, an das Sie sich vor dem Krematorium erinnern können? Ich erinnere mich noch ganz genau an ein Abendessen eine Woche vor dem Vorfall. Alles danach weiß ich nur noch bruchstückhaft. Zum Beispiel, dass ich etwas in mein Tagebuch geschrieben habe. Was genau, weiß ich nicht mehr, aber es war wichtig. Vielleicht steht dort, wie alles angefangen hat. Und das Tagebuch befindet sich noch in Ihrem Haus? Ganz genau, junger Mann. In einem Tresor in meinem Zimmer. Sie dürfen ihn knacken, falls es nötig ist. Ich schreibe Ihnen die Adresse auf. Bestimmt haben Sie schon versucht, etwas gegen den Eindringling zu unternehmen, oder? Natürlich, junger Mann. Ich würde Sie nicht um Hilfe bitten, wenn die Sache ein Kinderspiel wäre. Meine Männer haben gesagt, dass sie mein anderes Ich getötet haben. Aber der Kerl ist immer noch in meinem Haus. Ich schätze, diese Idioten haben den Falschen erwischt. Haben Sie eine Idee, wer dahinter stecken könnte? Es muss jemand sein, der mir nahe steht. Deswegen kann ich niemanden trauen. Nicht einmal meinen Sohn Graham habe ich kontaktiert. Normalerweise hätte ich ihn mit der Sache betraut. Ich bin jetzt verwundbar und darf nichts riskieren. Deswegen wollte ich ausnahmsweise einen außenstehenden Graham vorziehen. Wo befindet sich das Krematorium der Stadt? Ach, natürlich. Woher sollen Sie das wissen? Sie sind ja neu hier. Hier haben Sie die Adresse. Alles klar. Ich sehe, können Sie ohne Hilfe stehen. Warum benutzen Sie einen Rollstuhl? Sind Sie immer so neugierig? Aber gut, ich verrate es Ihnen, wenn es Sie so brennend interessiert. Ich bin alt und an manchen Tagen fühle ich mich erschöpft. Dieser Rollstuhl hat mich noch nie im Stich gelassen, im Gegensatz zu den meisten Menschen. Sie erwähnten Ihren Sohn, Graham. Würden Sie mir mehr über ihn erzählen? Graham? Warum interessieren Sie sich für ihn? Er hat mit der Sache nichts zu tun. Sie scheinen sich ziemlich sicher zu sein. Ja, natürlich. Graham ist eine ehrliche Haut. Und der Krieg hat ihn noch rechtschaffender gemacht. Was manchmal zu Konflikten geführt hat, das muss ich zugeben. Wir hatten die ein oder andere Meinungsverschiedenheit.
vor allem was das Familiengeschäft betrifft. Aber er könnte keiner Fliege etwas zuleide tun. Schon gar nicht mir. Nee. Auf Wiedersehen. Alle Schlüssel im Wasser gefunden. Gut, gut. Machen wir uns mal hier um. Ups. Hier ist nichts. Auch nichts. Ach, wie blöd. Ich hätte ja auch... Naja, egal. Den gestört ja keinen, ja, ne? Wieder ein bisschen Munition, das ist wunderschön. Nichts, 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 nichts. Ganz ruhig, was ist los? Ein bisschen Erpressung, ein bisschen Diebstahl und ein oder zwei schöne Schlägereien. Wie in alten Zeiten. Ja. Hier wurde mehr Wert auf Quantität als auf Qualität gelegt. Selbst meine Ausrüstung ist in einem besseren Zustand. Oh, hier geht noch weiter runter? Okay. Gucken wir gleich mal. Erstmal schauen, ob wir hier unten... Alles. Ah, okay. Wie bist du? Gefällt es Ihnen hier, Neuankömmling? Gewöhnen Sie sich dran. Aus Oakmont kommt jetzt nämlich niemand mehr weg. Was denn? Wer auch immer hier so viel Blut verloren hat... hat bestimmt kein gutes Ende genommen. Und überall Fisch. Da was? Gut. Komische Viecher. Kommen wir mal unten. Sehr geil. Oh, was schönes. Oh. Oh, was man halt so in Särgen lagert. Lass mich weg. Okay. Na dann so. Wir sollten den Müll entsorgen. Papa Brute wird jeden Augenblick hier sein. Okay. Das Blut ist noch nicht lange trocken. Tja. Wir fragen den Onkel mal, ob er da was zu erzählen kann. Ich meine, immerhin ist er bei ihm im Keller.
Komisch, ich habe in ihrem Keller eine tote Frau gefunden. Sie haben sie doch nicht von ihren Männern umbringen lassen, oder? Schweigen Sie! Sie machen Mary nur Angst. Hören Sie, sie ist nicht auf meine Veranlassung hingetötet worden, junger Mann. Das versichere ich Ihnen. Und die Schuldigen wurden bereits hart bestraft. Ich habe zwar meine Schwächen, aber Frauen oder Kinder haben darunter nicht zu leiden. Auf Wiedersehen. Gut. Was war jetzt? Gedankenspiele. Okay, Schmugglerbande, gnadenloser Tyrann. Und das. Brutus wird sich nie ändern. Sobald Brutus wieder Geschicke seiner Familie lenkt, wird er so weitermachen wie bisher und ermorden. Brutus verdient eine zweite Chance. Die Todfolgen wurde durch Bilder versteht nun. Wir nehmen einfach mal das. So. Das nächste war dann. Ups. Brutus Carpenter. Doppelgänger in Brutus Haus. Genau, ein gelber Zettel in Brutus Kapitän ging an seinem Kremator im Bewusstsein wieder ein. Drauf steht der Name Jack White. Glaubt, dass ihn jemand aus seinem Weg räumen wollte, um seinen Platz einzuräumen. Das Anwesen befindet sich in der Goldbridge Road zwischen Central Avenue und Hillside Street, Old Grove. Century Hillside, Old Grove. Century? Hillside, yeah. Century Avenue. Goldbridge, genau da ist es. So. Dann. Wo sind wir da? Gehen wir hier raus. Und nehmen die Schnellreise. Gehen hier raus. Einen Umweg nehmen, so. Und rüber. Dein. So, machen wir hier um die Ecke. Das müsste sie sein. Ist die Straßenschilder? Cloud. Genau. Zu mir. Carpenter Family Office Food. Die Carpenters geben täglich zwischen 9 und 17 Uhr Essen Medikamente aus. Eine Ration pro Person. Wunderbar. Hey, hey Sie! Lungern Sie hier nicht herum? Nur Arbeiter haben Zutritt zum Grundstück.
Sie geben kostenlose Vorräte aus? Ganz schön großzügig. Mr. Carpenter ist ein Stützpfeiler der Gemeinde und spendet selbstlos die Hälfte unserer Vorräte an die notleidende Bevölkerung von Oakmont. Ich brauche Vorräte. Können Sie vielleicht etwas erübrigen? Ja, etwas Medizin. Danke. Keine Ursache. Sehr freundlich. Ich suche okay. Arbeit. Ja. Man sagte mir, Sie hätten vielleicht etwas. Sicher. Im Keller des Hauses steht ein Sack Kartoffeln. Bringen Sie ihn her, okay? Alles klar. Dann frisch ans Werk. Wiedersehen. Okay. Ein Sack Kartoffeln. Oh, schauen wir mal, wenn wir schon mal hier sind. Noch eine Kiste. Noch mehr. Also, wo sind die Kartoffeln? Ja, da lang. Ist euer Ernst? Hilfe! Bitte! Scheiße! Okay. Wer bist du? Bitte, guter Mann, nehmen Sie mir nicht mein Essen weg. Ihr Essen? Das ist Diebesgut. Dieser Sack war für die Hungernden gedacht. Wir sind Hungernde, Mister. Ich und meine Familie. Muss 5 Kinder durchbringen und hab nichts zu essen für sie. Ohne den Sack verhungern wir. Geben Sie sich einen Ruck. Das verstehe ich nicht. Es gibt auch kostenloses Essen. Die Carpenters verteilen es an die Leute, also warum stehlen? Die geben mir nur eine Ration, obwohl ich ihnen gesagt habe, dass meine Frau und meine Kinder zu schwach sind, um herzukommen. Machen wir mal so. Keine Sorge, ich verstehe Sie. Behalten Sie den Sack erstmal. Ich versuche eine Lösung zu finden, okay? Oh, danke, Mister. Kauil segne Sie. Sie retten uns das Leben. Aber rühren Sie sich nicht vom Fleck. Ich bin bald zurück. So, dann komme ich jetzt wieder zurück. Können wir erstmal orientieren. Das ist wahrscheinlich die falsche Richtung jetzt hier, ne? Genau. Und wieder um die Ecke. Es gibt da ein kleines Problem. Was für ein Problem?
Einer ihrer Arbeiter hat den Sack gestohlen. Ich habe ihn erwischt und er wird nirgendwo hingehen, bis entschieden ist, was mit ihm geschieht. Verfluchte Diebe! Das Meer soll sie holen. Ihren Boss wird das sicherlich interessieren. Aber wie ich sehe, haben sie viel zu tun. Wie wäre es, wenn ich es ihm sage? Ich werde hier in der Tat gebraucht. Vera, gehen Sie zu Mr. Graham Carpenter und melden Sie den Vorfall. Er ist oben. Okay, das ist doch freundlich. Kommt sie aus dem Balkon? Also frei. Ja, hier waren wir schon. Gehen wir mal. So, hier. Papa Brute darf nicht den Schlüssel zum Zimmer bekommen. Er hat ihn schon zweimal irgendwo im Haus verlegt. Die Tür gibt nicht nach. Okay. Ja, schon wieder eine Bananenschaft hier durch. Ah. Schlüssel. Wunderbar. Aber das war eigentlich jetzt nicht ganz unser Ziel, aber egal. Gehen wir jetzt hier rein. Interessant. Ich spreche den gleich an. Ich gucke erstmal, ob es hier im anderen Raum ist. Okay, egal. Mr. Carpenter? Ja, Graham Carpenter. Was kann ich für Sie tun? Einer Ihrer Arbeiter hat gestohlen. Und zwar einen Sack Kartoffeln. Oh. Ich hoffe, meine Männer haben die Sache nicht selbst in die Hand genommen. Noch nicht. Gibt es eine Möglichkeit, das Problem ohne Gewalt zu lösen? Die Familie des Mannes leidet Hunger. Ich werde niemanden bestrafen, der nur versucht, seine Familie durchzubringen. Warum hat er mich nicht einfach um mehr Essen gebeten? Sagen Sie ihm, er kann das Diebesgut behalten. Und falls er mehr braucht, soll er wiederkommen. Vielleicht braucht er ja auch Medizin. Können Sie ihm das hier geben? Viel ist es nicht, aber besser als nichts. Darf ich fragen, warum Sie plötzlich so großzügig sind? Warum verteilen Sie kostenlos Vorräte? Ich will den anderen einflussreichen Familien in Oakmont mit gutem Beispiel vorangehen. Gemeinsam könnten wir die Stadt zu einem besseren Ort machen. Zumal die Menschen nach der Sache mit dem vergifteten Fisch nichts mehr zu essen hatten. Ich musste zur Tat schreiten, um eine Hungersnot zu vermeiden. Danke. Besten Dank. Ich dachte, Brutus sei der Kopf der Familie Carpenter. Hat sich das etwa geändert? Nee, ganz und gar nicht. Mein Vater hat immer noch das Sagen. Ich habe lediglich einige seiner Pflichten übernommen. Er ist nicht mehr der Jüngste und braucht mehr Ruhe. Okay. Die Maske. Bin mal so indiskret. Warum tragen Sie sie? Eine Kriegsverletzung. Verzeihen Sie, aber ich möchte nicht darüber reden. Auf Wiedersehen. Okay. Und da ist was? Tja, die bekommt man nicht, wenn man im Schützengraben bleibt. Geschützter Graham, ich habe mich selber deinen letzten Brief gefreut und weiß es zu schätzen, dass du dich um mich sorgst. Abermals möchte ich dir dafür danken, dass du mir in der Schlacht das Leben gerettet hast. Die Sache mit deinem Gesicht tut mir unendlich leid. Du hättest mich einfach meinem Schicksal überlassen können, aber das hast du nicht getan und mich damit vor dem Tod bewahrt. Ich stehe für immer in deiner Schuld, Jones. Oh, was ist hier? Vergib mir, Vater, denn ich habe gesündigt. Okay.
und zeigen was hier. Ist aber schön, dass es ihn eigentlich nicht stört, dass wir irgendwas machen. Gehen wir mal zu einem anderen Onkel. Denn das Tagebuch haben wir immer noch nicht. Mehr. Oh, hoppla. Ah, waren Sie nicht derjenige, der Robert einen Affenliebhaber genannt hat, Brutus? Ja. Die Flasche ist seit Jahren leer. Da glaubt wohl jemand, eine Flasche kann einem ewiges Leben bescheren. Mehr. Brutus Carpenters Tagebuch. Die Sache hatte eine unerwartete Wendung genommen. Ich stehe kurz vor einer umfassenden Verjüngung. Ich hätte nicht gedacht, dass es die Glaubensgemeinschaft dieser alten Kirche noch gibt. Und schon gar nicht, dass sie mir helfen kann. Vielleicht täuscht dieser Hohepriester seine Abneigung gegenüber der Menschenmachenschaft meiner Familie nur vor. Oder aber er geht endlich, warum ich meinen Vorfall aufhalten muss. Versteht. Und dazu muss ich ihn nur noch treffen. Die Kosten spielen keine Rolle, zumal ich in Oakmont der Einzige bin, der ein ewiges Leben verdient. Morgen ist es soweit. Die Stadt wird einen neuen, jungen Brutus Carpenter zu Gesicht bekommen. Okay. Zeig Brutus hier. Carpenter, nehme ich an. Ja, das ist richtig. Haben Sie etwas zu essen gebracht? Ich bin sehr hungrig. Nein, tut mir leid. Ach, dann gehen Sie. Wiedersehen. Jo. Hm? Tagebuch. Aussage. Ist alles erledigt. Und den Onkel hier hinten müssen wir auch nichts mehr mitmachen. Okay. Dann verlassen wir das aus. Und machen an der Stelle wieder eine kleine Pause. Macht's gut. Ciao.